Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu der allgemeinen Auswertung des Monats März. Liebe Zuschauer, der März ist ein wichtiger Monat, denn die erste Sonnenfinsternis des Jahres wird im Zeichen Fische eintreten. Schauen wir uns nun mal die allgemeinen Planetenbewegungen vor der Sonnenfinsternis an. Mars ist der stärkste Planet des Monats und wird sich im Zeichen Widder befinden. Deswegen werden wir dessen Auswirkungen noch intensiver spüren. Venus wird ebenfalls im Zeichen Widder fortschreiten. Diese Bewegungen im Zeichen Widder zeigen, dass wir unsere Energie etwas mehr auf individuelle Wünsche fokussieren werden, da in den ersten Tagen des Monats der Jupiter im Zeichen Löwe positive Wechselwirkungen mit der Venus und dem Uranus haben wird. Könnten Sie einigen Überraschungen und Chancen begegnen? Unerwartete, interessante Situationen und Chancen könnten Ihnen begegnen. Je nach Ihrem Sternzeichen werden die Bereiche dieser Situationen variieren. Am 5. März wird es einen Vollmond im Zeichen Jungfrau geben. Dieser Vollmond lenkt die Aufmerksamkeit etwas mehr auf allgemein die Arbeit, die Dienstleistung, Gesundheit und Hygiene und wird die Zeichen der Erdgruppen sowie variablen Zeichen stärker beeinflussen. Auf die Planetenbewegungen zwischen dem 11. und 17. März sollten wir stärker achten. Die Vereinigung von Mars und Uranus sowie das Quadrat von Mars und Pluton werden am 11. und 12. März Unfälle und Ungeschicklichkeiten begünstigen. Wir sollten achtsamer sein. Das Quadrat zwischen dem Uranus und Pluton am 17. März wird im Allgemeinen sehr starken Druck und große Verwandlungen in gesellschaftlichen und sozialen Themen hervorrufen. Deshalb sollten wir auch auf diese Positionen insbesondere in der zweiten Monatshälfte sehr achten. Da der bis zum 13. März im Zeichen Wassermann fortschreitende Merkur eine hohe Geschwindigkeit haben wird, wird es uns in geistigen Themen und der Kommunikation sehr unterstützen. Wir könnten sehr interessante und originelle Ideen haben und aktiver in sozialen sowie gesellschaftlichen Belangen werden. Nach dem 13. März wird sich Merkur im Zeichen Fische befinden und somit unser Verstand emotionaler arbeiten, wir introvertierter werden und uns vermehrt für spirituelle und geistige Themen interessieren. Venus wird am 17. in das Zeichen Stier übergehen. Da es in dieser Position sehr stark sein wird, wird es uns viel Glück sowohl in finanziellen Angelegenheiten als auch Beziehungen, Schönheit, Kunst und der Ästhetik bringen. Es wird die Zeichen der Erdgruppen noch stärker unterstützen. Um genaueres dazu zu erfahren, schauen Sie bitte unbedingt das Horoskop Ihres eigenen Sternzeichens. Am 20. März werden ein Neumond im Zeichen Fische und eine Sonnenfinsternis eintreten. Ganz egal, wie sehr auch Neumonde Neuanfänge anspornen, diese Finsternis wird gleichzeitig auch starke Verwandlungen und Abschließungen herbeiführen. Die Wirkungen der Sonnenfinsternis, 29 Grad im Zeichen Fische, werden wir in den kommenden 6 Monaten in unserem Leben spüren. Es deutet darauf hin, dass wir einiges abschließen können, eine Phase beenden können und einen Neuanfang in unserem Leben wagen können. Es wird eine wichtige Finsternis, insbesondere für die Zeichen der Wassergruppe und die variablen Zeichen sein. Am 21. wird die Sonne in das Zeichen Widder übergehen und die Frühlingsphase beginnen. Unsere Lebensenergie und Begeisterung werden insbesondere in den letzten Tagen des Monats ansteigen, liebe Zuschauer. Bis bald!